Eine neue Ausstellung wurde am 2. März im König-Albert-Turm auf dem Spiegelwald eröffnet. Mit dabei waren die Bürgermeister von Grünhain-Beierfeld und Lauter-Bernsbach, Mirko Geisler und Thomas Kunzmann sowie Bärbel Bitterlich. Die Beierfelder Künstlerin zeigt bewegliche Holzbilder, Linoldrucke, Acrylmalereien und kleine Buchminiaturen. Das Besondere an der Präsentation: die Werke enthalten meist kleine, märchenhafte Geschichten, welche es zu entdecken gilt. Wir werden demnächst nochmal berichten.